willkommen zurück. Wir sind dabei, diesen Sturmbogen jetzt nicht auf die Nase zu geben. Weil ich meine, hier unten könnten wir ihn vielleicht besser besiegen wie oben irgendwo auf dem Berg, wo wir eh halt darauf achten müssen, nicht runterzufallen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ist weg. Der Sturmvogel ist nicht mehr da. Hat sich versteckt. Kann auch nicht einfach wegfliegen. Was ist das denn? Was ist mit dir nur los? Hallo. Immens, dass der Sturmvogel weg ist. Weil gerade hier unten hätte ich schön eins auf die Mütze geben können. Weil ich hier nicht als darauf achten muss, dass ich irgendwo auf dem Weg runterfalle. Huch, jetzt ist der Controller rausgegangen, der ist ja fast leer. Nicht so gut. Hä? Was war das für eine Bombe? Okay, ich weiß nicht, was für eine Bombe war. Ist auch ein Sägezähnchen. Ich habe ihn schon gesehen. Werden wir uns anschleichen? Wo ist er hin? Komm. Drei Stück sollten eigentlich ausreichen. Nehme ich mal an. Hey, hier bin ich. Dreh ich doch mal um? Blödkopf. Einmal in den Kopf schießen. Ich komm hier raus. Ich komm hier raus. Ich stehe direkt vor dir, mein Freund. Du wirst sterben. Jetzt komm doch auch mal. Ich bin da. Ich bin extra stehen geblieben. Super. Noch eine! Fehlen noch die zwei Verwüsterchens. Sind natürlich jetzt affenweit weg. Affenweit, aber.
glaube ich, da wo die ganzen Verwüsterlis sind, da wo der Sand und alles ist. Spitzengeschwindigkeit, wie das schon wieder hochlädt. Ich bin bei 8% und ich habe ungefähr vor 2 Stunden Video hochgeladen. Tolles Internet zurzeit. Ich krieg mich kaum noch ein. Erstmal anständig hinsetzen. Und wieder dieser wunderschöne Bildschirm. Bis jetzt nur, dass ich jetzt hier auch gleich einen Maulwurf entgegengesprungen bekomme. Hey, da sind Panzerwanderer. Bringen uns aber leider nichts. Außer wenn wir so einen sehen. Kabelt herum wie eine Spinne mit einem der Hüter auf dem Rücken. Was da wohl drin ist? Bestimmt Fleisch. Au! Gemerkt hat, dass ich hier bin, war er schon halb tot. Das fand ich jetzt aber echt mal witzig. Da hinten haben wir noch einen. Hier bin ich. Komm her, ich habe Lust zu dir zu gehen. Einfach ausgewichen, Alter. Was ist das denn? Easy peasy! War sogar schon. Maschinentrophäen hätten wir. Jetzt zurück. Teleportieren aber auf jeden Fall. Ging doch schneller als ich dachte. Also man muss nicht unbedingt die Zonen machen, die da stehen. Oder das Monster besiegen, was da angezeigt wird. Also man kann x-beliebig alles schlagen, zähmen, wie man will. Finde ich besser so. Weil ansonsten wäre es zu strukturiert. Wenn du genau dieses eine Monster da besiegen musst, nur weil es da drauf steht, wäre blöd. Thank you.
Das dauert so lange. Sie war unglaublich. Sie hat der Wahl mühelos. Meter. Das haben wir gleich geschafft. Wir werden Ihnen bei meiner Stahlsäde zeigen, wie man. Oh, das wird mir gefallen, eine Tauschung. Mein Angebot wird dich überzeugen, versprochen. Sieh dir diese Waren an. Ich mag die mit dem Sonnenfließ. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es dann noch mehr Aufträge gibt. Erledige einen Donnerkiefer, erledige was weiß ich alles. Finde ich ein bisschen blöd. Ein Osser rammt in den Sonnen. Hallo, wo bist du? Ich hab dir doch gesagt. Ich bringe Trophäen für den Sonnenhabicht der Loge. 3 Sägezähne, 2 Verwüster und dazu ein Pirscher. Ich nehme an, Talana hat dir geholfen. Ich habe sie erlegt, selbst. Wirst du sie annehmen? Gut, ja. Ich nehme sie. Aber sag Talana, sie soll nicht mehr mit Dreck spielen, wenn sie Rotschlund kriegen will. Jagen für die Loge. Rotschlund. Ob wir gegen den auch noch kämpfen werden. Neuer Nebenquest Jägersitz. Gehen wir wieder zu Talana. Als ich ihm die Trophäen gab, sagte Assis, du solltest lieber Rotschlund suchen, statt mir zu helfen. Da hat er nicht Unrecht. Wir haben jetzt keine Zeit für Rotschlund. Du musst bei was anderem helfen. Oh, und bei was? Komm mit hinaus. Folge Talana. Wusste ich das wohl? Hä? Steht? Da rennt sie. Du willst helfen? Hier braucht jemand Hilfe. Nur zu, Ilsadi. Ich lebe in Ödlicht, nordöstlich von hier. Ich bin knapp entkommen, weil da habe ich da alles angreifen, was sich rührt. Wir haben kaum noch Scherben. Erregt mich immer noch. Du uns? Wir wissen nicht mehr weiter. Manchmal erhalten Mitglieder ein Honorar für die Jagd. Assis sollte diese machen, doch er lehnte ab. Er wollte mehr Geld. Wie großherzig. Früher hätte ich das zusammen mit Tarkas erledigt. Wollen wir beide es gemeinsam machen? Wir sehen uns in Ödlicht. Was ist mit Rotschlund? Kommst du oder nicht? Na gut. Ich komme dorthin, sobald ich kann. Rotschlund. Wenn es wie bei Final Fantasy ist, wird es dann so sein, dass der stärker ist wie der Endboss, sozusagen. Da gab es ja auch etliche Monster, die stärker als Endboss sind, wo man Stunden, Wochen, vielleicht sogar Monate trainieren musste, um die zu besiegen am Ende. Hat Vor- wie Nachteile. Eigentlich finde ich es gut, dass es nochmal so ein Quest gibt. Natürlich, dieser Quest, der ist jetzt ein bisschen zu geradlinig. Man muss genau machen, was da steht. Aber dass das Spiel nochmal was Neues hat, das finde ich schon wieder geil. Das finde ich schon wieder gut. Das finde ich perfekt, weil ich liebe dieses Spiel. Ich will es immer weiter spielen. Am liebsten hätte ich, dass es niemals aufhört. Aber es wird bald aufhören. Für euch zwar später wie für mich, weil ich ja immer noch 20 Parts im Vorsprung bin, aber es wird bald ein Ende geben. Hallo? Das wird doch langsam Zeit! Da kommen noch mehr Grauhabichte! Wo schreist du mich an? Geht's noch? Dann lass sie kommen. Du bist mein!
Achso, ich muss aufwarten, bis ihr beide da seid. Das sollte es wohl gewesen sein. Es kommen immer noch mehr. Die Soldaten in Morgenwacht bekämpfen sie schon nicht einmal mehr. Die Kadaver, die ich gesehen habe, ziehen sie an. Ich sollte zurück, aber wenn mehr kommen... Ich passe hier auf. Du gehst los. Ich dachte, du wolltest das zu zweit machen. Du brauchst keinen, der Händchen hält. Ich finde die Ursache der Grauhabichtangriffe. Ich schätze mal, dann wird es wieder irgendein Apparat geben, der die hier immer anzieht. Ich habe schon zu viel dabei. Achso, die ist da oben irgendwo. Ich will hier runter. Danke. Öde Licht, öde Licht, öde Gard. Ein bisschen länger. Ich ärgere mich auch, dass der Sturmvogel weggeflogen ist einfach. Ich wollte ihm da unten, gerade da unten kannst du so gut dem auf die Kusch hauen, weil er ja nicht mit seinem Berg da als drum machen kann, dass er da runterfällt, sondern da gibt es auf die Kusch, 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 Kusch. Mehr Grauhabichte. Da sind die Krokodile. Ja, so auf die anderen müssen drauf.
könnt ihr auch ruhig mal ein bisschen schneller umdrehen, Mädchen. Dass die Grauhabichte hierher wollten. Ist doch schön, diese Jagdunterstände da oben konzentrieren das Feuer auf ein Ziel und machen es unmöglich, sich zu verteidigen. Es ist eine Falle. Eine verheerende. Oh. Es ist eine Falle. Wer immer das getan hat, Anfänger hinterlassen deutliche Spuren. Oh, wie immer friedlich. Hä? Da rechts waren auch gerade irgendwelche Wandmarkierungen. Wir haben keine Heilung mehr. Voll. Das müssen die Ich bin im Auftrag des nahen Dorfes hier. Euer Abschussgebiet führt zu einem Grauhabichtproblem. Ja, andere haben aber auch Probleme. Wenn wir nicht genug Schnappmaulherzen bekommen, verlieren wir alles. Ich verstehe nicht. Ich habe mir Scherben für die Saat geliehen. Die Ernte war schlecht und jetzt soll ich's zurückzahlen. Wir könnten die Farm verlieren, das Haus. Das tut mir wirklich leid. Aber die Grauhabichte greifen euretwegen Leute an. Nicht mein Problem. Keiner geht hier weg, bis ich habe, was ich will. Keiner von uns? Hast nicht gedacht, wir wären nur zu zweit, oder? Irgendwie schon. Ein Kampf muss doch nicht sein. Wir finden sicher einen Kompromiss, bei dem keiner stirbt. Wir sammeln nun schon seit Tagen Schnappmaulherzen. Ich brauche nur noch eins. Dann kann ich die Schulden zahlen und mein Heim retten. Versprecht ihr zu verschwinden, wenn ich das letzte Herz besorge? Ein guter Deal. Ibascha hat's beim letzten Mal schwer erwischt. Okay, gut. Wir brauchen Scherben. Das ist das erste und das letzte Mal. Ihr wartet hier auf mich. Diesmal sind sie... hier. Das letzte Mal war das ja hier alles ein bisschen verlassen. Da sind irgendwelche Kugeln. Ja. Ich würde sagen, das Schnappmaulherz, das holen wir uns aber erst im nächsten Part. Denn dieser ist jetzt ein bisschen lang und er soll nicht noch länger werden. Ansonsten bringt es euch ja auch nichts, wenn ihr über eine Stunde, beziehungsweise ich kann ja eh nur bis zu einer Stunde aufnehmen. Wenn ihr eine Stunde lang hier zuguckt und eigentlich nur seht, wie ich hier rumrennt. Deshalb sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao und haut wieder rein.